Es gibt drei wesentliche Szenarien. Das eine ist symptomorientiert, das heißt, der Patient hat zum Beispiel Bauchschmerzen oder unklare Blutungen. Das zweite ist, dass wir bekannte Erkrankungen haben, die gerne im Dünndarm zu Beschwerden führen. Das können chronisch entzündliche Darmerkrankungen sein oder bestimmte Formen, wo die Patienten Polypen im Darm bilden. Oder es kann auch dazu dienen, Befunde, die man zum Beispiel durch Röntgenverfahren oder durch den Ultraschall erhoben hat, zu überprüfen oder vielleicht dann auch ein feingewebliches Ergebnis zu erzielen. Man kann Dünndarmendoskopie auch therapeutisch anbieten. Wir sind in der Lage, fast alle therapeutischen Maßnahmen, die wir im oberen Verdauungstrakt und im unteren Verdauungstrakt durchführen können, auch im Dünndarm zu absolvieren. Zum Beispiel blutstillende Maßnahmen, Polypenabtragung oder auch Engstellen aufdehnen. Allerdings ist es im Dünndarm etwas schwieriger, weil der Dünndarm sehr lang ist. Durchschnittlich denkt man so an etwa 6 Meter. Wir haben 2 wesentliche Arten. Das eine ist eine rein diagnostische Art. Hier schlucken die Patienten eine Kapsel, die ist etwa so groß wie eine große Antibiotikatablette und wandert dann batteriegetrieben durch den Dünndarm und macht ganz viele Bilder von dem Dünndarm. Diese können wir dann auswerten. Wenn wir therapieren wollen, dann müssen wir klassische Spiegelungsgeräte verwenden, die eben entsprechend lang sind, damit wir dann auch in den Tiefen des Dünndarms arbeiten können.